Yes, was geht ab? Wir sind hier in Trier beim BBL All-Star Day und ich freue mich ganz besonders, dass der Junge neben mir hier die Nominierung bekommen hat. Das heißt, er ist nachnominiert worden, hätte es schon lange vorher verdient. Also an die Verantwortlichen nochmal, nächstes Jahr wird der Typ safe gesetzt auf jeden Fall. Martin Bräunig, ich freue mich, dass wir uns hier auch wiedersehen, Dankeschön. Weil auch uns eine längere Geschichte verbindet. Ja. Aber erstmal zu dir, was sagst du zur Nominierung? Ich freue mich riesig. Es war sehr viel harte Arbeit, auch mit Paul im Sommer. Bis immer arbeiten und irgendwann eine gute Saison gespielt. Und freue mich mega über die Nominierung und hier sein zu dürfen. Ey, wie gesagt, es freut mich am meisten, dass du irgendwie hier bist, um mal einen kurzen Überblick oder einen Abriss nochmal zu deiner Karriere bis hierhin zu geben. Du bist jetzt 26. Ist das korrekt oder schon 27? Schon 27. Prime. Genau, du bist 92er, ich bin 82er, genau 10 Jahre mehr auf dem Buckel. Und ich habe dich schon früher auf dem Schirm gehabt oder wir uns gegenseitig. Du hast in Leverkusen gespielt und ich weiß nicht, wie alt du warst. Wir werden auch das Footage gleich nochmal einspielen. Wuppertal, Basketball bei Nacht, diese Turniere. Wie alt warst du da? 16? Ja, ich glaube 15, 16, nee, 16, 17 glaube ich. 16, 17. Ich habe mit Rommel, das war ja schon ein paar Jahre mit Dreister Street Team gespielt. Shoutouts an Rommel, Dreister, die Jungs. Das war dann irgendwie ein paar Wochen danach oder ein paar Monate danach. Und ich glaube, da war ich 16, 17 Jahre alt und Rommel habe ich mit 16 kennengelernt. 16, 17, wir zeigen euch kurz das Material. Der kleine Martin hatte damals auf jeden Fall schon Swagger, Slam Dunk Contest ohne Bart, trotzdem abgehoben, gewonnen, gewindmilt. Das war sick. Ich habe mir gedacht, wer ist das? Zeigen wir euch jetzt. Das war's. Die ersten Eindrücke von Martin, so wie ich dich kennengelernt habe. Und dann habe ich ab da an eigentlich immer verfolgt, okay, was macht der Typ? Weil man konnte schon früh sehen, okay, da ist einer, den wird das Game nicht nur bis in die NBBL tragen, sondern wahrscheinlich ein bisschen weiter. Und dann bist du relativ früh nach Amerika gegangen. Genau, mit 18 Jahren bin ich dann overseas geflogen und habe mein Glück dort probiert. Nicht nur dein Glück, sondern wie war es da, deine Station kurz? Wie ging es da für dich weiter? Ich habe angefangen ein Jahr an der Prep School in der Nähe von Milwaukee, Wisconsin. Da ging es dann darum, Scholarships zu sammeln, gesehen zu werden von Coaches. Danach war ich 2 Jahre bei der University of Washington. Erstes Jahr war okay, für ein Freshman sagt man, ja, ein bisschen gespielt, nicht so viel. Zweites Jahr war katastrophal, fast gar nicht gespielt, überhaupt nichts produziert auf dem Feld, wenn ich mal gespielt habe. Dann habe ich einen Transfer nach Montana gemacht, dort dann 2 Jahre gespielt und dann richtig gerockt. Ich glaube, ich bin auf der Top-3-Liste in über 1000 Punkte in 2 Jahren in Montana und das hat mir dann Türen geöffnet für die BBL hier in Deutschland. Dann bist du nach Deutschland gekommen und ich kenne das von so manchem, der in Deutschland, ja, relativ jung Deutschland verlässt, durch Amerika, dann wiederkommt und ich habe den Typen da schon nicht mehr wieder erkannt. Du warst damals athletisch, aber ein bisschen skinny, ja. Du kamst wieder, ich meine, du warst ganz schön lange weg, aber du warst eine Maschine, du bist zurückgekommen, wir haben alle gedacht, wow, was ist mit ihm passiert? Ja. Und auch was deine Skills angeht, hast du natürlich da ordentlich mitbekommen, allein die Competition, die Ausbildung drüben ist einfach was anderes. Dann wieder zurück nach Deutschland. Was waren da so deine Stationen bis Bonn, wo du jetzt gerade bist? Erste Station zurück in Deutschland 2016, 2017 war Ludwigsburg. War so eine okay Saison, hat ganz gut gestartet in der Preseason. Dann ging es immer hoch und runter. Ende der Saison durch ein paar Verletzungen habe ich dann ein bisschen mehr gespielt, auch gut gespielt. Dann kam die Verletzung leider wieder zurück in den Playoffs. Da habe ich dann die Spielzeit nicht mehr so gesehen. Nächste Station war dann natürlich Bonn. Wusste gar nicht, was auf mich zukommt und glücklicherweise 12 Minuten im Schnitt gespielt. War sehr gut und dieses Jahr, wie gesagt, ich kann mich nicht beklagen als Starting Five für die Bonner. Hey. Und wie gesagt, es war viel harte Arbeit drin und ich bin glücklich da, wo ich bin. Hey, dieses Jahr, du sprichst an, für mich war das von außen betrachtet auf jeden Fall so eine Breakout-Season für dich. Ne? Wir haben ja auch im Sommer uns immer wieder gesehen, du hast Turniere mitgespielt, auch im Sommer warst auch immer jemand, ähnlich wie André, der nie schüchtern war oder Angst hatte, im Sommer Turniere, die Competition zu suchen, einfach da nochmal besser zu werden. Welche Rolle
spielen bei dir die Turniere im Sommer oder was kannst du selbst als Basketballprofi da nochmal rausziehen für dich? Es geht auch generell einfach um die Verknüpfung mit den anderen Spielern natürlich auch. Paul und ich, Paul stellt immer ein Team zusammen mit Pro-A-Spielern, Pro-B-Spielern, Bundesliga-Spielern, allen möglichen Leuten in Deutschland und versucht ein gutes Team aufzustellen, reist nach Paris dafür. Da geht es darum, dass ich viele Leute kennengelernt habe, die natürlich nicht in meiner Liga sind da, also sondern natürlich BBL nicht spielen, aber in der Pro-A sind. Und dann geht es auch darum, an ein paar Skills zu arbeiten, mit denen ich im Sommer mit Paul natürlich arbeite. Und einfach dieses Zocken, einfach dieses Basketballspielen ohne System, einfach dieses freie Spielen, ohne wirklich eine Guideline zu haben. Und das ist auch mal wichtig, dass man einfach aus sich rauskommt und einfach spielt, dass man Spaß hat und einfach spielt mit den Jungs. So ein bisschen back to the roots, ne? Da wo es angefangen hat, just for fun hingehen, zocken, gute Zeit haben, einfach zusammen irgendwas machen, so diese Brotherhood mit den Jungs unterwegs sein einfach. Genau, ne? Ja. Okay, das heißt, wir sind beim Sommer, wir sind in Bonn jetzt angekommen, dieses Jahr Breakout-Season, geile Saison gespielt, du hast eben gesagt, drittbester deutscher Scorer, wo hast du dich eingeschossen jetzt? Ja, ich bin da irgendwo vorne dabei auf jeden Top Fall. Ne? Du bist dabei, hast eine immer größer werdende Rolle in Bonn. Ich glaube, bin mir nicht ganz sicher, aber dass diese Saison dein Vertrag in Bonn beendet ist? Eigentlich, also letzten Sommer habe ich bis 2020 unterschrieben. Ja. Das heißt, nächste Saison solltest du noch in Bonn sein? Sollte ich noch in Bonn sein. Okay, jetzt bist du ein All-Star zum ersten Mal. Was ist danach so deine Ambition? Wo geht die Reise hin, wenn du sagst, okay, das entwickelt sich jetzt so weiter oder wie du denkst? Du hast gerade gesagt, deine Situation in Bonn, es gefällt dir, du fühlst dich wohl. Mhm. Wenn da jetzt deine Rolle so bleibt, könntest du dir vorstellen, da zu bleiben? Oder wärst du auch offen, entweder in Deutschland dich vielleicht, was heißt mit einem Top-Team, ihr seid mit Bonn jetzt auch ganz gut, aber guckst du auch so ein bisschen nach Europa vielleicht? Oder bist du offen? Ja, wie ist so dein, wo kann es hingehen? Was kann der nächste Schritt sein? Ich bin auf jeden Fall zufrieden in Bonn. Ich kann mich da nicht beklagen, wie gesagt. Aber Ambitionen sind immer höher. Im Moment haben wir, also dieses Jahr haben wir Champions League gespielt und viel bei Eurocup danach, weil wir dann ausgeschieden sind aus der Champions League. Aber Euro 7 Day, Eurocup und Euroleague wären auf jeden Fall ein Riesenziel für mich. Ja. Und einer der Top-Teams dort. Und also deswegen würde ich niemals aufhören zu arbeiten. Geil. Ein letzter Stichpunkt, arbeiten. Du weißt, dass ich viel Skill Development, Trainings, Tutorials, Coachings. Was ist so dein nächster Step oder wo guckst du nach jetzt in der nächsten Offseason sozusagen, wenn wir vielleicht auch mal in die Halle gehen? Was fehlt deinem Game noch oder was sind so ein, zwei Baustellen, wo du sagen würdest, das fehlt mir, um nochmal den nächsten Step als kompletter Spieler oder als Spieler zu machen? Ja. Also ich denke auf jeden Fall noch ein bisschen an Kraft, nicht wirklich an Masse zu nehmen. Natürlich dann auch am Skillset wie Werfen arbeiten, sehr viel am Werfen arbeiten, damit ich auch gefährlich von außen sein kann. Im Moment bin ich das Center, mache sehr viel von innen, sehr viele Finishes um den Ring herum. Ihr habt wahrscheinlich das Workout-Video auch gesehen mit Paul, wo wir sehr viel um den Ring gearbeitet haben. Aber jetzt sollte es langsam Richtung Midrange und Dreier gehen, damit ich auch ein bisschen mehr versatile bin, damit ich mehr Optionen in der Offensive habe. Und natürlich nicht vergessen, je weiter ich natürlich rauskomme, desto schneller muss ich werden. Das heißt, ich muss noch ein bisschen an der Fußarbeit, ein bisschen schneller in der Fußarbeit, Agilität sein und so weiter. Ja. Ich finde es jetzt schon bemerkenswert, du ziehst deine Spieler oft weit raus und kannst dann einfach mit dem schnellen ersten Schritt die oft langsamen Verteidiger gut schlagen und kommst da schon mit ein, zwei Moves super vorbei, aber das ist bestimmt was, wo wir dran arbeiten können im Sommer, was der nächste Step sein kann. Auf jeden Fall. Vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast hier beim wunderschönen All-Star Day. Wir gucken jetzt, wie der junge Mann heute Abend sich macht. Wünsche natürlich das Allerbeste. Hat mich krass gefreut, dich hier zu sehen oder dich wachsen zu sehen über die letzten 15 und mehr Jahre. Da ist es sogar richtig rum diesmal platziert. Vielleicht haben wir was Kleines vor, mal gucken. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Checkt Martin ab in Bonn, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, weil in Zukunft wird da ganz bestimmt noch viel mehr gehen, auch im Sommer. Und immer wieder froh, dich dabei zu haben, zu sehen. Danke, Paul. Und über den Austausch. Danke für die Zeit. Dranbleiben. Danke, Paul.